Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hausflip. In der letzten Folge oder in den letzten Folgen haben wir uns ja dieses Haus hier gekauft, haben hier ein paar Bäume entfernt. Hier drinnen schon mal alles ungefähr so hingerichtet, wie es sein sollte. Doch es fehlt natürlich noch der Touch. Die Häuser schauen nicht wirklich schön aus. Die Garage, ihr Haufen. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier dann nachher die Küche reinbauen. Wir haben hier eh diese schöne Doppelwand. Ziehen hier die Küche rein. Ich würde hier gerne eine offene Küche hinbauen. Mit den Fenstern hier und dann hier einen schönen Esstisch vielleicht hin. Hier so schön mittig. Und hier, ja, vielleicht hier eine Couch hin. Fernseher, ne? Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal, was ist das? Warum? Ne, warte mal, in welcher Ecke ist das? Hier. Hier nochmal montieren. Und dann tun wir schnell die Wand herrichten. Aber mal Schrauben raus. Ja, lass mich doch die Schraube rausmachen. Oder willst du? Was will denn das Teil von mir? Oh Gott, jetzt war das nicht weit genug weg. Ich muss das 2 cm weiter nach links schieben. Neue Steckdose ran. Zack. Neutral. Und weiß der Kuckuck, was das noch alles ist. Ja, das geht sogar doppelt. Ich habe einen Doppelschrauben. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann einfach gedrückt halten. Das ist cool. Und rein mit dem Ding. So, jetzt ist es montiert. Bedeutet, jetzt müssen erstmal, ich glaube mal, die Fenster rein, ne? Oder wir schneiden schnell hier vorschnell den Garten, den Rasen. Ne, warte, dafür brauchen wir eindeutig das kleine Teil hier. Einmal schnell hier vorne alles mähen, damit wir halt wirklich hier arbeiten können. Zack. Danach wird ja eh alles noch hier in einen schönen Poolbereich auch verwandelt. Das haben wir ja gesagt, dass das hier so ein ganz gemütlicher Poolbereich wird. Aber jetzt machen wir erstmal alles sauber. So. Weg damit. Dann machen wir jetzt die Fenster hier rein. Ne, wir brauchen hier Fenster. Und ich würde sagen, wir machen ein Schwarz. Die heben sich dann so schön hervor. Sehr schön. So, zack, hier auch rein. Zack. Und jetzt sind die schon mal drin. Hey, hier liegt noch was. Ich kann auch weg. Wie malen wir die Fenster an? Oh, wir haben hier noch ein dreckiges Fenster. Auf der anderen Seite dreckig. Oh. Leutchen, seit wann ist denn das da draußen dreckig? Also ich muss es von außen reinigen. Oha. Dafür gibt es einen eigenen... Moment mal, was? Den hatten wir davor aber noch nicht. So. Und sauber. Jetzt kann man wieder durchschauen. Die sind sauber. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier vorne. Also, hier wird auf jeden Fall Parkett reinkommen. Bedeutet, wir brauchen einen Parkettboden. Ah, bevor wir den Boden verlegen, machen wir lieber die Wände mal. Farbenmäßig. Schauen wir mal, was wir da an Farben haben. Wände. Ob so ein leichtes Grau cool ausschaut? Haben wir da mehr Farben noch? Parkett, ach, das ist Boden wieder. Schauen wir mal nach einer schönen Farbe. Haben wir hier sowas Schönes? Was Angenehmes. Eisiges Blau könnte cool ausschauen. Ob so ein eisiges Blau cool ausschauen kann? Pistaziengrün. Oder so ein himmlisches Blau. Das als Wandfarbe. Man bräuchte sowas leicht dezent, also wirklich dezent leichtes. Wir nehmen verblichene Zitrone. Kauf viele. So. Und Pinsel her. Ich glaube, das wird cool ausschauen. Das hat nicht so einen starken Unterton. Obwohl, es hat schon ordentlich stark Farbe. Das muss man schon lassen. Ich hätte es jetzt eher für schwächer gehalten.
zack. Und nach hier drüben noch. Ah, hier ist noch eine Steckdose, die wir machen können danach. Lasst uns die eindeutig nicht vergessen. So, hier oben mal lang. Oh, da fehlt mir wieder Farbe. Ja, drauf damit. Da braucht man echt viel Farbe für diese Scheißwände hier. Dann haben wir das Küchwohnzimmer. Man kann nicht wissen, wie groß sind dann die ganz großen Gebäude. Also das ist ja, sag mal so, ich würde mal sagen, so Mittelklasse-Gebäude jetzt. Dass wir von Grund auf neu machen. Zack. Einfach mal so die Ziegel übermalt. Jo, das sieht schon keiner. Ich glaube, dieses Gelb hat was für sich. Also es macht den Raum sehr warm, finde ich. Das macht schon was her. Es hat schon was. Es hat was für sich, auf jeden Fall. So. Ein sauberes Haus. Und bei den Leuten sinkt irgendwie das Interesse an diesem Haus. Wenn ich wüsste, wieso, könnte ich sie ja befriedigen. Aber ich weiß ja nicht mal, wieso. So, die Farbe wird schön drauf gemalert. Klack, sauber. Aber ganz ehrlich, das Spiel ist ein Beruhigungspunkt. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie City Skylines. Einfach so ganz gemütlich, wenn man gerade Bock hat, eine Runde zocken. Und man hat wieder Ruhe für eine Zeit. Man ist einfach gemütlich, entspannt. Und dann kann man wieder ein paar Actionspiele spielen. Vielleicht nehme ich euch mal mit ein auf eine Runde Shadow of War. Oder sowas. Schauen wir mal. Ich will jetzt Kenji, habe ich jetzt fürs erste Mal komplett abgeblasen. Das kann irgendjemand hier offiziell sagen auch. Weil einfach ich das Gefühl habe, oder die Statistiken es auch halt zeigen, dass das nicht so der Hype hier ist. Deswegen denke ich mir, okay, ja, Kenji kann ich genauso Privatmittel spielen immer noch. Ist eh ziemlich langwierig, oder man macht es mal in einem Stream. Ist ja alles gleich, ne? Und deswegen spielen wir doch jetzt erstmal eine Runde Hausflipper und dann irgendwas anderes. Dafür haben wir ja genügend Zeit hier. So, das Zimmer ist auch bald hier durch. Das geht aber echt, man muss es lassen, es geht flott, es geht flott. Ich hätte echt gedacht, dass wir hier länger an dieser Wohnung sitzen. Beziehungsweise länger an einem Zimmer. Aber natürlich mit den ganzen Upgrades, die ich schon geholt habe, bevor wir hier das Let's Play gestartet haben, macht es das um einiges einfacher, weil ansonsten wären wir gestorben. So, okay, Zimmer fertig, dann verkaufen wir das mal. So. Ein sauberes Haus, ja, das stimmt. Tun wir hier noch die schnell montieren. Dann muss doch was Sauberes wieder hin, ne? Das ist ja wieder hier so, das ist der Neutral. Ne, das ist, du bist neutral. Du bist der Leiter. Und das andere ist der, ach, das ist der Schutz. Die Schutzleitung war das ja. Haha, da war ja was. Jetzt weiß ich wieder, das war ja nicht neutral. Neutral war ja wieder, gab es auch noch den Schutz. So, okay. Jetzt ist dieses Zimmer hier fertig. Eingerichtet, aber natürlich ist noch nicht das drin, was wir brauchen. Bedeutet, jetzt kommt der Boden und der Boden, der wird schön. Fußboden. Bodenfliesen. Ich werde für die Küche, was wäre denn für die Küche relativ schön? Die finde ich cool, die schauen, obwohl neu, gibt es die nicht in neu auch? Ja, die schauen cool aus. Hier kann das auch nochmal rein. Zack. Das ist die Küche und dann kommt jetzt noch ein Boden, Fußboden, Laminat. Ich bin für, oh, nehmen wir hier den Fußboden, Laminat dunkel.
Der schaut bestimmt schick aus. Zack. Das schaut echt nicht schlecht aus. Ich finde es schade, dass du durch die Fenster nicht durchgucken kannst. Das ist ja schon fast illegal hier, ne? Jetzt müssen wir natürlich noch die Einrichtung holen. Wie wäre es jetzt erstmal, wie kann man doch sicher irgendwo Küche. Badezimmer, Küche. Eine Kücheninsel mit Spülbecken. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Schau, was haben wir denn noch als Interessantes? Es gibt ja irgendwie wahrscheinlich sehr viel wieder. Es gibt ja auf jeden Fall auch moderne Hängeschränke. Aber die gehen gleich alle nur an die Wand, dass es nicht so von der Decke hängt. Das ist ja auch zu schön. Ich hätte gern eine relativ moderne. Dunkleres Holz. Mit ein bisschen Granit. Dann aber schwarzer Granit. Und das Spülbecken kriegt... Wenn dann schon grau. Das macht das Ganze jetzt ganz gut, ja. Ah, die kann noch ein bisschen weiter vor, denke ich. Ja, perfekt. So gefällt es mir. Es ist jetzt halt hier so diese Küche, da kannst du schnell mal hin, hä? Hier so ein bisschen schneiden, ein bisschen was machen. Und jetzt kommt hier in die Ecke. Eine Küche brauchen wir schon noch. Aber ich hätte gerne hier wo ist denn, haben wir was Modernes? Ja, hier schön modern. Wir haben dafür wahrscheinlich keinen Eckschrank, ne? Eckschrank für Küche. Den Rest weiß machen, so. Ja, das schaut gut aus. Jetzt kaufen. Das muss nicht in die Ecke rein. Da echt Abstand halten, oder was? Kann ich das nicht? Ah, nein. Aber ich kann das hier nicht rausnehmen. Was ist das denn? Ich kann aber so alles rausnehmen, aber das geht gar nicht. Scheiße jetzt gerade. Das finde ich jetzt echt blöd. Also ohne Scheiß, ich würde es so gerne direkt an die Wand pappen. Oder warte mal. Ich verkaufe das nochmal. Das Ecken jetzt hier noch reinzumachen. Wie ist das ohne getrennte Küche? Was? Warte mal. Ich brauche jetzt hier nochmal Küche. Weil wenn es so ist, dann können wir hier auch einfach breite Schränke nehmen. Auf modern machen mit einem dunklen Holz. Und mit einer schwarzer Granitoberfläche. Jetzt kaufen. Das schaut genauso kacke aus. Halt wieder, weil dieser scheiß Anschluss da in der Ecke ist, ne? Und was ist, warte mal. Verkauf den schon. Wir verkaufen und kaufen einfach jetzt mal, mir wurscht. Küche. Die Dinge haben wir hier hinten extra so einen Abschluss.
ist eine ganze Küchenfront. Küchenset mit Spülbalken Andi. Kücheninsel mit Herdplatte. Ne, wir hatten da dunklen, schwarzen Granit. Relativ modern gestalten. So. Genau. Jetzt kaufen. Eine moderne Küche. Brauchen wir natürlich noch für die Küche, brauchen wir noch. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Und das ist ohne elektronischen Geräten. Kühlschrank, hier haben wir es doch. Jetzt kaufen. Zack. Und was braucht man noch in der Küche? Elektronische Ausrüstung. Einen elektronischen Herd jetzt kaufen. Also jetzt hat man so die Möglichkeit, alles zu machen. Ich kann Küchen nicht einräumen. Man hat viel Platz, man kommt hier gut durch. Schaut doch super aus. War zwar anders als geplant, aber hey. Dann brauchen wir hier noch einen schönen Tisch. Türen, Fenster, sonstiges. Oder unter was fällt denn das jetzt? Möbel wahrscheinlich. So einen richtig schönen Tisch, den wird es doch hier sicher geben, oder? Ich will einen richtig schönen Tisch. Tische. Als ob sowas nicht gibt. Ihr wollt mich verarschen. Okay, dann nehmen wir hier so einen. Jetzt kaufen und stellen den. Man könnte natürlich jetzt hier noch so einen. Ah, das ist Blödsinn. Ich würde den gerne hier einfach. Ne, der kommt hier. Das ist jetzt wirklich nur die Küche. So. Und dann halt noch Stühle. Das machen wir jetzt noch schnell. Stühle. Nein, hier solche mit. Jetzt kaufen. Warte, davon brauchen wir mehr. Kauf viele. Ich höre unseren Hund bellen. Das ist jetzt irgendwie uncool gerade. So, zack. Perfekt. Dann würde ich sagen, ist die Küche fertig und das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!